Naja, aber das bekommst du nicht mit einer Analyse raus. Analytik basiert ja auf der Zerteilung. Also aus dem Ganzen werden jetzt Teile rausgeschnitten quasi und dann untersucht. Das kannst du machen mit einer kaputten Waschmaschine. Wenn also da irgendwo ein Fehler drin ist, dann muss der nur gefunden werden und repariert werden. Und schon läuft das ganze Ding wieder rund. Klappt immer super bei linear-kausalen Objekten wie eben einer Waschmaschine. Oder einem Toaster oder einer Saftpresse. Aber versuch das nie bei komplexen Systemen. Wenn du nämlich da mit dem gleichen Mindset zu Werke gehst, dann glaubst du womöglich tatsächlich, dass du dort auch nur Einzelteile verbessern musst, um das Ganze zu verbessern. Ha, da lauert dann schon die böse Fratze eines Wrong Turns.